Hey Leute, hier ist wieder eure Scarlet Rissa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Dream Drop Distance AD. Im letzten Part haben wir mit Sora die Simsalabim-Symphonie abgeschlossen. Wir hatten einen langen Kampf gegen den Höllikan und jetzt sind wir auf dem Weg mit Riku das gleiche zu... Also auch in die Simsalabim-Symphonie zu gehen. Allerdings, bevor wir das machen, will ich noch mal ganz kurz was im Hauptmenü zeigen. Ich habe ein kleines bisschen gelevelt, mit Sora auch. Mit Sora hatte ich sogar eine Zeit lang extra noch null Erfahrung drin gehabt, weil er mir schon fast ein bisschen zu viel gelevelt hat. Riku hat übrigens auch momentan alle Boosts, die man haben kann. Hat den Hintergrund, ich will demnächst noch ein paar Dream Eater machen. Und ich möchte in der Simsalabim-Symphonie ganz viel farmen, weil ich für die Dream Eater, die ich für später, also die ich später machen will, hier Materialien finde. Und ich möchte auch nachher noch einen Geist machen, aber erst einmal werden wir jetzt in diese Welt, ich wollte die besuchen. Genau, diese Welt besuchen und dann beginnen wir mit unserem Tauchgang. Yay! Wir haben lange nicht mehr getaucht. Zumindest ist es für mich lange her. Was war hier nochmal? Besiege 30 Feinde, bevor die Zeit abläuft. Na, das wird ja lustig. Na, komm her. Sehr gut, ein Laserwirbel. Kommt alle her. So, die Hälfte hätten wir geschafft. Verdammt, ich habe hier die eine Kerbe, das eine Türchen da vergessen. So, einmal hier. Wo sind die Gegner? Moment, die zählen als Gegner? Das wusste ich gar nicht. Scheiße. Okay, 20. Sehr gut. Oh, wir haben nur noch 30 Sekunden. Noch drei. Wir haben es geschafft. Sehr gut. So, noch eine Feuersbrunst. Hier machen wir noch ein bisschen die Schneeflocken kaputt. Sieht übrigens sehr schön aus. Hier sind noch die Notenblätter. Notenblätter sei schon. Die Note war da noch. Und wir haben sogar einen A-Rang erreicht. Und wir haben deswegen eine flüchtige Fantasie erhalten. Sehr schön. Können wir immer gebrauchen. Und, oh, hier ist sehr viel Wasser und Seifenlauge. Strange. It's coming from upstairs. Yep. Gehe die Treppe hinauf. Nein, das tun wir noch nicht. Erstmal sammeln wir hier die Kisten ein. Und lustig, im überfluteten Turm finden wir ein Wasserfass. Oh, the irony. So. Erstmal hier nochmal nach Kisten suchen. Ein bisschen die Gegner angreifen. Ich hätte meine Sturzleiste vor dem Part auffüllen sollen. Was soll's. Achso, übrigens, was ich auch noch gemacht habe zwischen dem letzten Part und diesem ist, ich habe herausgefunden, dass man doch... Also, man hat's ja gesehen, man kann ja doch flinke Flitzer... jetzt schon fertig machen und nicht, wenn das Spiel durch ist. Und das heißt, ich habe das jetzt auch nochmal schnell gemacht, damit ich dann diese ganzen Rezepte dann habe für die Dream Eater. Das heißt, die können wir dann mit der Zeit dann auch noch sammeln. So, hier ist ein Königskuchen. Was ist hier für ein Linkportal? Jetzt kann ich das leider nicht sehen, wegen diesem komischen Pegasus da. Na los, du bist jetzt dran. Ich finde es übrigens genial, dass Riku hier auch keine... Also Soundeffekte hat er so zu einem Teil, aber auch diese Paukenschläge und alles und dass er nichts sagen kann, dass er keine Kampfrufe hat. Ich finde, das passt einfach wirklich, das hat auch bei Sora sehr gepasst, in die Atmosphäre der Welt. Und jetzt gehen wir den Turm hoch. Ich wollte einfach nur draußen nach Truhen gucken. Mickey. Oh je. It's this musical score. It has him trapped.
You won't be able to defeat that darkness with brute force. I'm Mickey, the sorcerer's apprentice. Who are you? Riku, if brute force won't work, tell me what will. Do you really mean you're gonna try and help me? Yes. Gosh, Riku, something tells me you and I are gonna be good friends and we'll help each other out a lot someday. Ich kann da nichts gegen sagen. Inside this music is a sound idea powerful enough to dispel the darkness. Can you find it? I'll try. Leave it to me. Hoffen wir nur, dass Mickey in der Zeit den Turm nicht komplett flutet. Und damit sind wir jetzt auch mit Riku in der Simsalabim-Symphonie angekommen. Und wir werden das magische Malheur uns jetzt ansehen. Und der Zauber da. Mit dem Hut. Und plötzlich bewegen sich die Besen. Und jetzt haben sie Arme und jetzt können sie Wasser tragen. Und Mickey ist so erschöpft, dass er einschläft. Oh je. Oh je. Und da war der Höllikan. Und wir haben die Trophäe Nostalgica erhalten. Gut, bevor wir jetzt hier noch weiter uns die Füße nass machen, gehen wir in die Welt der Musik. Übrigens, kleiner Random Fact, heute hatte ich tatsächlich nasse Füße, weil es geregnet hat wie Sau. Ugh, es ist so furchtbar, dieses Regenwetter. So. Und... oh, das Lied kenne ich doch auch. Das müsste die Nussknacker-Suite sein, oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe bei Sora immer noch nicht nachgeguckt, welches Lied das ist. Ich denke, es wird in den Credits stehen. Ich glaube aber, ich bin mir relativ sicher, dass das die Nussknacker-Symphonie ist. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich in den Kommentaren. Ihr habt die Erlaubnis. Aber es ist schön. Und ich mag die Gegend mit Riku. Das ist eine ganz andere Gegend als mit Sora. Ein großer, düsterer Wald. Oder Gras. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier Wald oder Gras nennt. Naja, okay, hier sind Bäume, aber hier sind auch große Blumen. Also ich vermute eher, es ist Gras. Und viele böse Dream Eater. Viele Eulen. Und. Zebra, Pegasus, ähnliche Dinger. Elektrohörner heißen so. Ja, das ist die Nussknacker-Suite. Jetzt habe ich es gemerkt. Ah, so schön. Klassische Musik. So. Und jetzt dürfen wir hier Komponist spielen. Ich habe es nicht verkackt. Nicht komplett, oder? Nein, habe ich nicht. Und, oh, wir haben Blümchen aufgemacht. Wie schön. Und seht ihr hier das Kraut hier? Es funkelt. Es ist voll hübsch. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt diese Welt mit Riku viel besser. Allerdings gefällt mir eine Stelle nicht. Das werdet ihr noch sehen. Zumindest habe ich die etwas negativer im Hinterkopf. Es kann allerdings sein, dass sich meine Wahrnehmung getrübt hat. So, und jetzt kommt mal her.
Oh, Mensch. Dieser blöde Panda. Wo ist der hin? Der ist abgehauen. Er ist getürmt. Feige Sau. So. Dann erledigen wir die Geister. Einmal Saugsturz, einmal Vitra. Na, sind hier noch genug für den Ikarus? Ich glaube nicht. Ich meine, hier sind drei Gegner. Einer jetzt nur noch. Und ich bin über Level 40, obwohl ich hier Level 34 sein soll. Ich glaube, dass ich das nicht so häufig brauche. Aber den Realitätswandel hätte ich gerne gemacht. Einfach nur, damit ihr sehen könnt, wie ich bei diesem Rhythmus-Game verkacke. Und ist das ein Grafikglitch gewesen? Oder habe ich mich da verguckt? So, und... Oh, hi. Hallo. Quack, quack, ich fordere dich heraus. Wisst ihr was? Ich versuch's. Ich werde so sterben, aber ich versuch's. Schalte die Traumfänger aus, okay. Und seht ihr, wie viel HP der hat? Ach du Scheiße. Einmal Ikarus, bitte. Das ist ein bisschen heftig, was ich hier gerade abziehe. Oh, verdammt. Vitra. Wow. Jetzt hat er ganz viele Frösche zur Hilfe gerufen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir dem hier schon begegnet sind. Wenn, dann in La Cité de Cloche wahrscheinlich. Weil da taucht er auch gerne mal auf. So, ich habe nicht mehr so unendlich viel Zeit. Das ist schlecht. Ich hätte wirklich meine Sturzleiste auffüllen sollen. Los, komm her. Konzentrieren wir uns einfach nur auf den Weißen. Die Kollegen, die er ruft, um die können wir uns danach noch kümmern. Erstmal der Weiße hier. Hä? Was ist jetzt? Oh, stimmt, er kann flüchten. Ganz vergessen. Ist getürmt. Feige Sau. Nein, Spaß. Wir waren einfach noch nicht schnell genug. Aber wir haben es hingekriegt. Wir haben zumindest nicht komplett versagt. Das werte ich als Erfolg. So, hier nochmal auf die Pilze. Hier sind noch ganz viele komische Blümchen. Und... Oh, diese Leuchtpflanzen, die erinnern mich an das Wunderland in KH1. Ich hab's hingekriegt. Und dadurch erhebt sich das Gras. Und man sieht eine riesengroße Blumenwiese, die richtig schön aussieht. Und Ranken breiten sich aus. In der ganzen Ebene. Ich finde die Welt so schön. Mit Rico. Also es gibt Leute, die sie nicht mögen, aber im Gegensatz zu manch anderen Welten finde ich sie... relativ gut. Zumindest mit Rico. Mit Sora finde ich sie... Okay, sind die Furzwolken, aber... bisschen einfallslos im Verhältnis gesehen. Und Rico hat die bessere Musik. So. Beziehungsweise die markantere Musik, sagen wir es mal so. Der hat einfach guten Wiedererkennungswert. Auch wenn ich am Anfang nicht drauf gekommen bin. Ich werde nicht schreien. Oh, da ist eine Kiste. Das war gut, dass ich runtergefallen bin. Und wisst ihr was? Das war geplant. Haha. Nein, Spaß. Ich bin wirklich einfach nur so runtergefallen. Aber je mehr Kisten ich jetzt finde, desto besser. Apropos Kisten, ein bisschen habe ich mir die Freiheit genommen, im Raster noch ein paar Truhen nachträglich zu sammeln mit Rico. Weil das waren einfach zu viele Truhen, als dass ich die in einem oder zwei Parts hätte zusammenfassen können.
Und da ich nicht 12 Parts mit Flinke Flitzer und mit Thronsuche haben wollte. Shit! Yep, ein einziges Ding Feuerwerk. Weil ich so schlecht war. So. Fels im freien Fluss. Sehr schön. Wo muss ich jetzt lang? Ich glaube, hier musste ich hoch. Da musste ich lang. Da musste ich hoch. Genau. Hier waren wir doch schon. Ja, und hier waren diese komischen Geister. Ich glaube, im Raster, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, ich glaube, da haben uns... Oh. Da haben uns 60% der Truhen oder so gefehlt. Jetzt sind wir bei ungefähr 80. Und ich habe keine Ahnung mehr, wo ich noch nach einer Truhe gucken kann. Der Raster ist aber auch so unübersichtlich. Hm. Oh, ich habe gerade für einen Moment wieder gedacht, ich spiele Sora und habe versehentlich gehofft, dass ich gleiten kann. Das ist nicht Sora. Und hey, Antigravica. Oder Antigravza eher. Nicht schlecht. So. Das hätten wir fertig. Dann gehen wir jetzt in das Blumenfeld. Und wir haben kaum was davon. Wir gehen gleich durch und sind jetzt hier in diesem herbstlichen Wald. Oder eher herbstliche Wiese. Waldstückchen. Wir sind ja irgendwie klein und dann doch wieder nicht klein. Oder ist es einfach alles so extrem groß hier in dieser Welt, dass man das nicht mehr unterscheiden kann? Weil theoretisch, ich weiß gar nicht, Rico ist meines Erachtens nach nicht geschrumpft. Normalerweise gibt es doch dann immer diese lustigen Szenen, dass irgendwer geschrumpft ist. Und, oh, euch muss ich farmen. Ihr habt ein ganz tolles Material für Dream Eater, das man auch nur da findet. Nämlich die schonungslose Fantasie und sie ist gedroppt. Oh, das... Ich hab's verschrien, dass sie kommt. Das ist übrigens ein Dream Eater, der nennt sich Rio Drache. Finde ich auch interessant den Namen, weil Rio heißt auf Japanisch Drache. Heißt das, er heißt dann Drache Drache? Oh Gott, ich hab eine Panne gemacht. Nein! Ist das ein Zeichen, dass ich vielleicht um 2 Uhr nachts nicht mehr aufnehmen sollte? Naja, aber ich bin ja auch einfach nur so wach. So. Das Lied kenne ich hier jetzt nicht. In dieser Welt. Beziehungsweise ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Aber es ist schön. So. Hier ist ein Pilz. Pilz ist was zum Springen. Hier ist eine Kiste. Ist auch was Gutes. Was Schönes. So. Hier müssen wir mal runter, weil hier waren, glaube ich, auch noch ein paar Sachen. Stimmt, da war... Nee, die Kiste haben wir schon. Moment, ist da ein Material? Achso, nee, das sind Blütenkelche. Ah. Aber da war eine Kiste. Doch, das Lied kenne ich doch auch irgendwoher. Aber ich weiß jetzt gerade echt nicht, welches. Das ist auf jeden Fall ganz bekannt in der Klassik. Ich komme nur nicht auf den Namen. Naja, klassische Musik war noch nie so wirklich mein Spitzengebiet. Hier ist ein Speicherpunkt. Aber ich gehe irgendwie immer wieder im Kreis, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich nicht nur ein Gefühl, wahrscheinlich ist es so. Wenigstens ist hier alles schön bunt.
So, machen wir doch jetzt erstmal hier den Realitätswandel. Ach so. Hoffentlich habe ich es jetzt nicht verkackt. Weil ich nicht gesehen habe, dass das ein Haltedings war. Und oh, der Löwenzahn blüht. Moment, Löwenzahn im Herbst? Ist das nicht eine Frühlingsblume? Was soll's? Ich finde das so cool, dass die Blätter bei ihm hier diese Noten machen. Das ist irgendwie voll cool. So. Und eine Kiste. Juhu. Und da vorne geht's weiter. Ah, aber ich bin hier noch nicht fertig. Ich will noch nach weiteren Kisten gucken. Oh, sag ich jetzt nicht, ich hab's verkackt. Nein! Oriku! Ich wollte doch nur gegen den Ast springen. Weil ich da auf das Blatt wollte. Menno. Und hier ist nämlich eine große Kiste. Ha! Und wir haben das Rio-Drachen-Rezept erhalten. Und da ist sogar noch einer! Schade, keine schonungslose Fantasie mehr, weil von denen brauche ich einige. So, dann gehen wir jetzt noch hierher. Und jetzt hierher und wir verlassen den Herbstwald und erreichen eine Schneelandschaft. So, bevor wir jetzt weitermachen, wollte ich noch eine Sache tun. Ich wollte einen neuen Geist basteln. Und hey, Chance auf Erhöhung des Abwehrwertes, das ist super. So, jetzt brauchen wir eine der schonungslosen Fantasien und oh Gott, ich könnte ihn schon machen. Das ist einer von denen, die ich... Ja, kleiner... Minor Spoiler, das ist einer von denen, die ich später machen will. Von den Dream Eatern, die ich basteln will. So, aber wo ist denn das, was ich machen wollte? Nee, stachelige Fantasie... Moment, den kann ich auch schon? Aber nur mit schlechten Rängen, also... Ich will die auch mit gutem Rang haben. Den hier wollte ich basteln. Den Schizophant oder im Englischen Beat-alike. Ihr werdet gleich sehen, warum ich den unbedingt basteln wollte. So. Dann gucken wir mal. Ich würde sagen... Was können wir da nehmen? Na, Antikraftzahl will ich dafür nicht unbedingt loswerden. Das brauche ich noch. Ich denke, ich werde ein Elixier opfern, oder? Nee. Ich werde einen Traumbonbon opfern. Die benutze ich sowieso kaum. Und jetzt erschaffen wir diesen Geist. Jetzt nur hoffen, dass der Hybridenhelfer nicht den Geist kaputt macht. Nein, hat er nicht. Super. Und wie ihr sehen könnt, der Schizophant hat, für diejenigen, die The World Ends With You kennen, eine sehr erstaunliche Ähnlichkeit mit einem gewissen jemand namens... Und das wird der Name des Geistes. Wenn es passt. Oh, ich hoffe, ich schreibe den jetzt richtig. Und ja, das mache ich jetzt extra. Na, passt es? Oh, ganz knapp. Ganz knapp hat es gepasst. Ich meine aus World Ends With You, Daisuke Nojo Bito oder auch besser bekannt als Beat. Und ja, ich wollte diesen Dream Eater unbedingt basteln. Ihm gefällt der Name nicht. Aber wir scheinen uns auf Anhieb gut zu verstehen. Das ist doch schön.
Das ist doch sehr schön. Und jetzt wollte ich eigentlich die Gruppe ändern. Ich wollte den nämlich auch gleich mit in die Gruppe nehmen. Und Draggy dann erstmal rausnehmen und... Was? Hoodie-Wui? Was ist das denn bitte für die das Wort ist mir gänzlich unbekannt. Was ist das? Was ist ein Hoodie-Wui? Hä? Was ist Hoodie-Wui? Was ist das? Das muss ich nach dem Part googeln. Was ist das für ein Wort? Und ja, ich stups dich an. Wie wär's mit Stupsen? Das ist doch was. Oh, das findet er gut. So, dann machen wir jetzt nochmal einen Fertigkeitslink. Ach ja, ich habe von Koike das Fertigkeitsbrett fertig. Von Blitzy das eigentlich auch, aber ich habe noch nicht alle Stimmungen freigeschaltet. Und du, mein guter Mann, du hast noch nicht genug Link-Punkte. Was machen wir da? Wir spielen ein bisschen Ballon. Minigames. Eigentlich sollte ich sowas offscreen machen, aber ich möchte die Dream Eater einfach im Part machen. Außer jetzt halt Blitzy. Blitzy war halt die große Ausnahme, weil ich Blitzy hauptsächlich für Offscreen-Sachen brauche. Und Koike habe ich ja nur wegen dem coolen Spezialangriff gemacht. Ich arbeite sowieso nicht so viel mit Dream Eatern, wenn ich Dream Drop Distance spiele. Natürlich, ich habe Dream Drop Distance jetzt nicht so oft durchgespielt, aber... Ja. Aber ich mag die Minigames, die sind irgendwie schön. Nicht alle sind schön vom 3DS umgesetzt, sondern ich finde, die Schatzbrille hätte man beibehalten können. Weil die PS4, der Controller, hat ja Gyro drin. Und ein Touchpad. Das hätte man super umsetzen können. Aber sie sind ganz okay und war es nur 205 Punkte. Das ist wenig und... Oh, ich habe das falsche Minispiel gespielt. Upsala. Lalala, das habt ihr nicht gesehen. Lalala. Nein, Blitzy ist runtergefallen. Sorry, Blitzy. Was ist denn das für eine Figur? Ups, da ist Genotius runtergefallen. Sag diesen Namen nicht! The World and the Sioux-Fans werden den Witz verstehen. Für alle anderen ist es einfach nur so, wovon redet die Komische da? Aber das ist genau meine Absicht. Ich will euch verwirren. Scherz. So, Feuerboost und Blitzboost. Ich nehme mal Feuerboost. Und wie viele Linkverbindungen brauche ich? Eine Linkverbindung. Auch gut. Jetzt will ich noch was anderes nachgucken. Ich will wissen, ob ich noch einen anderen Geist basteln kann. Und yay, Erhöhung des Abwehrwertes. Wo ist er denn? Kann ich ihn basteln? Wenn ja, wie? Das ist die Ruhrrobbe? Nee, den will ich nicht. Ah, der Sudoneku, den kann ich noch nicht. Kann ich noch nicht basteln. Was fehlt mir denn da? Eine wilde Fantasie. Oh, das dauert, bis ich die habe. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Das ist nämlich ein Dream Eater, der angelehnt ist an Neku, den wir ja schon kennen. Und naja, Beat haben wir ja auch hier in Dream Drop Distance gesehen. So ist es ja nicht. Ich wollte es nur einfach mal so... als Anspielung von And the World Ends With You einfach mal so bringen. Und wie ihr ja wisst, ist The World Ends With You ein ganz besonderes Spiel für mich. Und nicht nur das, nein, es läuft wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ich hier Dream Drop Distance hochlade, auch immer noch The World Ends With You Final Remix. Und ja, ich dachte mir, warum bastel ich dann nicht Beat als Dream Eater? Wenn es schon einen gibt, der aussieht wie Beat, der sogar noch exklusiv ist für Dream Drop Distance HD. Zumindest vermute ich das, weil beim Sudoneku haben sie auch gesagt, der sei exklusiv. Aber dann habe ich mich erinnert, Moment mal, hat man den nicht beim Flinke Flitzer gekriegt? Und in dieser einen AR-Karte?
Aber das wissen die wenigsten. Weil für Dream Drop Distance am 3DS, das originale Dream Drop Distance, bevor das hier als HD Remaster rausgekommen ist, das hatte ja die Funktion AR-Karten, also Augmented Reality-Karten aufzurufen. Und es gab, bei jedem Dream Drop Distance gab es die Karten dazu. Und es gab auch Karten, die man sich dann später noch als Prämie aus diesen alten Nintendo Premium Shop holen konnte. Und ja, eine dieser AR-Karten war so eine AR-Karte mit drei Dream Eatern drauf und man konnte random einen bekommen. Entweder den Possenpanda, dessen Rezept wir jetzt durch flinke Flitzer haben, den Miezekönig oder den Tsudoneko. Und ja, trotzdem habe ich von einigen Seiten gehört, der sei irgendwie erst mit Dream Drop Distance HD zugekommen, aber das stimmt nicht. Es kann auch sein, dass ich das mal gesagt habe, dann habe ich mich geirrt, weil inzwischen habe ich das nochmal nachrecherchiert, weil ich nämlich die Rezepte recherchiert habe, damit ich so viele wie möglich basteln kann. Und da habe, beziehungsweise da habe, ich gehe mal ganz kurz und mache mal meine Sturzleiste wieder voll, dass ich die fertig habe für das Finale, wenn es dann darauf zugehen sollte demnächst. Aber gut, ich würde sagen, wir haben jetzt einen tollen Dream Eater gebastelt, den ich vielleicht bis zum nächsten Part noch ein bisschen einfärbe. In diesem Sinne, bis dann, Leute. Bye, bye.